So, willkommen zu Surgeon Simulator. Ja, wir haben das mal so als kleine Lückenfüller-Serie dazwischen geschoben, weil, wenn schon mal da ist. Und ja, dann wird es zuerst mal Zeit für eine gute alte Herztransplantation. Sehen wir mal. Okay, es wird einfach. Wenn ich mit diesem Scheiß hier und der. Weg damit. Dann brauche ich irgendwas Präzises. Das ist schon mal Bullshit. Hab vergessen. Habe ich irgendwo eine Säge? Na bitte. Ist nett und. Was soll ich mit dem Scheiß? Weg damit. Komm zu Papa. Shit. Doppelshit. Okay, das wird einfach. Ziemlich einfach. Habe ich mir gerade ein bisschen in die Lunge geschnitten? Ein bisschen. Ist nicht schlimm, wenn man es gut meint. Komm schon. Neuer Zeitrekord wäre das definitiv nicht. Ich habe das schon mal so geschafft. Gut, da habe ich ihm auch mit dem Deckel von der Spendenbox die Organe rausgeprügelt. Also ja, das ist vielleicht nicht die beste medizinische Prozedur. Okay, es geht auch schon mal. Oh, verliert ein bisschen Blut. Ganz kleines bisschen. Aufpassen, dass ich mich nicht selbst mit der Nadel steche. Und rein damit. Viel besser. Viel besser. Das geht doch klar. Die paar Rippen und dann ist ihm sein neues Herz so gut wie sicher. Was war's gerade für ein Geräusch? Ist ja eklig. So, das wird er wohl nicht mehr brauchen. Weg damit. Was ist das hier? Na komm raus! Ich versuche ja nur zu helfen. Super Job. So, diese scheiß Niere braucht auch kein Mensch. Okay, wie mache ich das jetzt? Nein, das ist keine gute Idee. Keine gute Idee. Ah, viel besser. Das sieht doch präzise aus. Ich frage mich, wie die das bei richtigen Operationen machen. Wo die irgendwie einen Qualifizierten da ranschicken. Durchtrennen die dann auch die Speiseröhre oder arbeiten die da irgendwie drumherum? Stellt mir schwer vor. Na komm schon. Ja! Gut, ich glaube, er braucht jetzt demnächst mal ein neues Herz. Aber damit kann sich die Buchhaltung rumschlagen. Das überlasse ich der Nachtschicht. Nein, nur ein Scherz, ich kümmere mich natürlich drum. Ich bin schließlich der Doktor. Studiert. So, jetzt komm schon. Komm raus. Böses Herz. Und weg mit dem Scheiß. War ein schlechtes Herz, braucht eh kein Mensch.
Er zumindest nicht. Dem geht's ja super ohne das verdammte Ding. Ah. Meine Uhr kann ich nicht wieder anlegen. Schade. Dann sehen wir mal. Ah. Fehlt noch irgendwas. Vielleicht rechts eine Organe oder? Vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen da reinstopfen. Ja! Perfekt.